Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Green Playland. Heute habe ich mal was Kleines mitgebracht und zwar die Einpacket Blister mit den, auf Englisch natürlich, mit den zwei englischen Promos, die es auf Deutsch nicht gibt. Genau. Die fehlen mir noch nämlich in der Sammlung. Sagen wir, schauen einfach mal rein. Ich mache das Ganze mal von oben heute. So ein bisschen provisorisch mal aufgebaut. Einfach mal um zu testen, wie das ist. Wenn es mir so gefällt, dann besorge ich mir eventuell das passende oder die passende Ausrüstung dafür. Mal schauen. Wir gucken einfach mal. Wir haben auf jeden Fall einmal einen Vulvar-Coin. Dann haben wir einmal ein Noctowl. Also. Gut, wie heißt der denn auf Deutsch? Noctu als Promokarte. Und wir haben einmal ein Riffex Sword and Shield Rebel Clash Booster. Ich würde sagen, da schauen wir jetzt einfach mal schnell rein. Wird wie gesagt ein kleines Video. Die englischen Booster gehen schwerer auf als die deutschen. Dann darf ich mich ja nicht spoilern lassen. Ich weiß jetzt nicht, wie der Code hier drin liegt. Da ist jetzt so rum. Okay, dann lege ich ihn so ab. Das ist immer doof bei den Englischen. Wir machen vier Karten nach vorne und wir fangen an mit einer Pflanzenenergie. Ich habe wieder vergessen, meine Einstellung so zu machen, dass der Fokus immer das so macht, wie ich das will. Von dem her. Mal so durch. Man kennt Palpitoad. Okay. Müssen wir die ganzen Namen mal wieder auf Englisch hier sehen. Morgrem. Full Heal. Wir haben ein Galar. Corsola. Pinnacle. Oder Pinnacle. Scyther. Flabby. Dreepy. Ein Pelipper in Reverse und die Rare ist ein Diggersby. Oh mein Gott, die Namen auf jeden Fall richtig gut. Kann man kaum aussprechen, wenn man es nicht kennt. Dann haben wir noch mal den zweiten Blister. Da haben wir dann das gute Mantax oder Mantine auf Englisch. Schaut auf jeden Fall cool aus vom Artwork her. Und dann haben wir natürlich nochmal den Coin, den brauche ich jetzt nicht mehr zeigen. Und dann haben wir einmal noch Pokémon Sword and Shield mit meinem Lieblings-Pokémon drauf. Zumindest von der Gen. Dann machen wir den Code wieder weg. Und wir haben nochmal eine Pflanzenenergie. Dann haben wir einen Lombre. Andres Ladero als Hawilka. Indeed. Oh Mann, Magma als Magma. Galarian Yem Mask. Swordkit. Stuffall. Ne, Stuffall. No. Koffing. Ein Kartot als Reverse. Den Namen legendär. Und ein Egg. Slash, oh mein Gott, keine Ahnung. Auf jeden Fall Dorengarten, non holo. Waren das hier die beiden Hits? Aus den beiden Boostern? Leider nichts. Aber ist gar nicht so schlimm, ich wollte ja bloß die Promokarten. Von daher, wäre natürlich schön gewesen, wenn der Hit drin gewesen wäre, so ist es nicht. Aber die beiden Promokarten sind auch ganz cool.
Vor allem echt schade, dass es die auf Deutsch nicht gibt. Ich würde sagen, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Euer Green Playland. Ciao, ciao.